es? Wir haben es. Was? Den Prototypen vom neuen Nintendo Super Set. Ja, mit drei Wahnsinnsspielen. Hier, Tetris und Super Mario Brothers und Nintendo World Cup. Oh! Super! Klasse Live-Action für vier Spieler. Dann muss Nintendo 14 Millionen ausspucken. Das gibt's doch schon überall zu kaufen. Ja, das neue Nintendo Super Set. Die Actionwelt von Nintendo. Ja, und herzlich willkommen zur My Collection. Dieses Mal Staffel 2, die eröffnen wir mit der Firma Nintendo. Die Folge 1, da geht es um mein Nintendo Entertainment System, was ich in meiner Sammlung habe. Natürlich habe ich, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel Nintendo wie Sega doch. Aber nicht so viel für die Nintendo Entertainment System. Das Nintendo Entertainment System, wir wollen es ja richtig pronouncen. Ja, deswegen habe ich meine Nintendo Entertainment System Mini mit dazu genommen, die ich euch in dieser Folge auch kurz vorstellen möchte. Gut, ich würde sagen, was hat sich geändert im Gegensatz zur ersten Staffel? Ich werde euch nicht mehr zeigen, wie ich die Sachen in der App hinterlegt habe, weil alles, was ich euch in der App gezeigt habe, ist nichts anderes, außer das, was ich euch schon im Video gesagt habe. Nur, dass man nochmal sieht, zu welchem Preis ich das gekauft habe. Das sollten wir aber auch so hinbekommen. Gut, ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir beginnen und zwar direkt mit... dem Nintendo Entertainment System, und zwar der Konsole. Ich zeige euch mal meine Konsole. Also, hier ist sie. Die Außenverpackung ist leider Gottes eingerissen und auch nicht mehr in so einem guten Zustand. Ich habe dafür bezahlt, für das, was ihr jetzt hier seht, 100 Euro vor ein paar Jahren. Dafür ist es heute so nicht mehr zu kriegen, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, die Außenpackung hat leider Gottes gelitten. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich irgendwann mal eine finde in einem besseren, in einer besseren OVP. Aber es geht nicht nur um die OVP, das zeige ich euch gleich. Da ich glaube, ich habe einen guten Deal mit dieser Konsole gemacht. Ja, ich würde sagen, komm, die inneren Werte zählen. Wir gucken mal rein in das gute Stück. Auch hier als nächstes, das Inlay aus Styropor hat leichte Beschädigungen. Wir haben einmal auf der rechten Seite ist ein kleines Loch. Und dann haben wir, da fällt es schon raus, auf der Frontseite ist da ein Stück abgebrochen. Aber auch hier ist Inlay ist zumindest vorhanden. Wenn wir reingucken, was sehen wir? Das Set ist komplett, das heißt, wir haben Mario Brothers, das Game ist mit in der Konsole, mit OVP, die auch nicht mehr in so einem guten Zustand ist, aber immerhin. Das ist allerdings komplett. Das heißt, wir haben die Cartridge drin und die Anleitung zum Game, beides vorhanden. Die Anleitung ist in einem schönen Zustand. Die Cartridge selber auch, kann man absolut nicht meckern. Keine Macken drin. Auch das Cover, da ist jetzt nichts beschädigt, nichts abgerissen oder sonst was oder vergilbt. Wunderbar, genau so wünsche ich es mir. Wie gesagt, das Einzige ist die Papp-OVP. Die könnte noch in einem besseren Zustand sein. Gut, als nächstes schauen wir uns das hier an. Ich habe hier eine Anleitung für Mario Bros. 3 oder Super Mario oder Super Mario. Das Wichtige ist aber die Quittung, die da dran ist. Die klebt da irgendwie drauf. Die muss ich mal ablösen. Das ist eine Originalquittung. Da hat jemand 100 D-Mark bezahlt bei Karstadt für diese Konsole. Des Weiteren die wunderbare Anmeldekarte für den Nintendo Club. Wer den noch kennt, da konnte man sich damals anmelden und hat halt eben dann regelmäßig News bekommen, eine Zeitung von Nintendo und so weiter. Vor allen Dingen Vorstellungen für die neuesten Spiele natürlich. Dann haben wir die Originalanleitung dabei und das Poster. Das Poster ist leider auch beschädigt. Aber hier, man sieht schon, Game Boy. Das bedeutet, dass auf der einen Seite, wo für den Game Boy geworben wird, sagt uns das, dass die Konsole mindestens von 1989 oder später erschienen sein muss. Weil das war das Erscheinungsdatum des Game Boys und der muss ja dann schon auf dem Markt gewesen sein, wenn wir das Poster da haben. Gut, dann zum Zubehör selber. Wir haben einmal die beiden Controller bzw. das Netzteil.
Der eine Controller ist auch in einem wunderschönen Zustand. Leider hat das Kabel, die Isolierung ist hier leider ab. Der Controller selber ist in eine Schutzfolie eingehüllt, weil der Zustand wirklich grandios ist. Ja, das muss man ganz klar sagen, da ist nichts vergilbt dran, da ist kein Schmutz dran. Der zweite Controller noch besser in Shape, da ist auch das Kabel komplett intakt. Aber wie gesagt, wir sehen keine Vergilbung, kein gar nichts. Also ein Traumzustand. Ja, auch hier alles komplett. Die Kabel sind in einem wirklich schönen Zustand. Keine Kabelbrüche, nichts kaputt oder angeknackt oder so. Hier genauso Netzkabel, alles in einem wunderschönen Zustand. Also wenn man überlegt, dass diese Konsole weit über 30 Jahre alt ist, ganz ehrlich, auch hier die Konsole, wir haben keine Vergilbung, wir haben keine Verschmutzung, wir haben keine Kratzer, wir haben keine Macken. Das Ganze halt eben auch in dieser Schutzfolie, ganz ehrlich, da kann man gar nichts gegen sagen. Gut, das ganz normale Antennenkabel ist auch dabei, bevor wir jetzt weitermachen. Ja, das war meine NES oder ist sie in meiner Sammlung. Ich bin auch da sehr stolz drauf und ich glaube, ich werde euch ein bisschen Retro-Gaming mit auf dieser NES mal zeigen und ein paar Videos darüber machen, wenn ich da die Zeit für finde. Wir werden direkt weitermachen mit dem ersten Spiel. Was wird's wohl sein? Natürlich, ihr habt es gerade eben schon gesehen, Super Mario Brothers. Super Mario Brothers, gerade eben gezeigt. Ja, es ist ein typischer Side-Scroller, ein Plattform-Game, das damals ja, als eine der besten Erfindungen von Miyamoto rauskam. Und ja, es hat wirklich die Gaming-Welt komplett verändert. Ja, das Videospiel wurde als eins der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten auf dem NES veröffentlicht, also beziehungsweise gilt bis heute als eins der einflussreichsten Videospiele. Erstmals 1985 in Japan und 1986 in Nordamerika. Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka haben es entwickelt. Und die Art und Weise, wie Videospiele konzipiert und wahrgenommen werden, wurden dadurch einfach revolutioniert. Das Genre und Gameplay Super Mario Bros. Ist halt eben ein Plattformer. Die Mechanik ist Side-Scrolling, was für die damalige Zeit auch nur durch die 8-Bit-Technologie der NES möglich war. Also PCs aus der damaligen Zeit waren dazu noch nicht in der Lage. Das muss man halt eben auch mal ganz klar sagen. Ja, zur Story an sich. Es geht meistens darum, dass der kleine italienische Klempner versucht, die Prinzessin Peach vor dem bösen Bowser zu retten. Das Spiel bietet ja, diverse Hindernisse, die überwinden werden müssen, Gegner und natürlich als Belohnung ein Münzsystem, wo man auf der einen Seite quasi ja, seinen Score mit hochtreibt. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Power-Ups. Ja, man kann zum Beispiel den Mushroom, also den Pilz, essen, den roten, um groß zu werden. Es gibt Blumen, damit man mit Feuer schießen kann. Es gibt Sterne, damit man super schnell wird. Also ich weiß gar nicht, wem ich das erzähle. Ich weiß nicht, gibt es noch Menschen, die Super Mario nicht kennen? Ja, die Weltstruktur, das ist komplett in 8 Welten aufgeteilt, das ganze Spiel. Hat eine Vielzahl von Leveln und jede Welt hat quasi ein eigenes Thema und eigene Herausforderung. Ja, die Musik, der Sound, also wer einmal Mario in seinem Leben gespielt hat, wird die Melodien immer wieder erkennen. Ja, wird die Melodien auch wirklich immer wieder sehen und immer wieder sehen vor allen Dingen. Immer wieder, ja, wissen, wenn die angespielt werden, worum es geht. Man ist sofort wieder vom Kopf her in diesem ja, und da zocke ich Mario. Ich weiß es nicht. Gibt es irgendjemanden, ich habe in meiner gesamten Gaming-Zeit noch keinen Menschen erlebt, das fällt mir gerade mal so auf, der mir gesagt hat, er mag Super Mario nicht. Gut. So viel zu Super Mario. War damals bei 100 Euro im Set mit dabei, also kann ich euch zum Preis nicht viel sagen. Als nächstes sprechen wir mal über Terminator 2. Terminator 2 Judgment Day ist ein Videospiel, das von Software Creations entwickelt wurde und von
LJN für das Nintendo Entertainment System veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde 1992 veröffentlicht und basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Game. Nee, auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Film. Terminator 2 Judgment Day. Der von James Cameron damals inszeniert wurde. Also auch hier, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die Terminator 2 nicht kennen. Ich zeige euch erstmal das Spiel selber. Also, ich habe hier so einen Schieber, das ist kein original Nintendo-Schieber, sage ich direkt. Das Spiel an sich ist in einem schönen Zustand. Und ja, wir gehen direkt ins Gameplay. Okay. In dem Spiel übernimmst du die Rolle vom T-800, dem Terminator, der von zukünftigen John Connor geschickt wurde, um ihn vor den gefährlichen Verfolgern aus der Zukunft zu schützen. Das Spiel bietet Action-Plattform-Gameplay und besteht aus einer Reihe von Leveln, die verschiedenen Szenen des Films nachempfunden sind. Im Verlauf des Spiels musst du verschiedene Feinde bekämpfen und Hindernisse überwinden, um das Ziel jedes Levels zu erreichen. Du kannst verschiedene Waffen verwenden, darunter Pistolen und Schrotflinten, um deine Feinde auszuschalten. Das Spiel bietet auch einige Fahrzeugabschnitte, in denen du Motorräder und Autos steuern musst, um Verfolger abzuschütteln. Das haben wir gerade gesehen. Terminator 2 für das NES wurde für seine Zeit als ein ziemlich solides Actionspiel gesehen und war bei Fans des Films sehr beliebt. Es verfügte über eine angemessene Grafik und Steuerung für das NES, obwohl es nicht ganz so einfach oder hochgelobt war wie einige andere Spiele auf der Konsole. Trotzdem bleibt es ein Klassiker für Fans der Terminator-Franchise und Nostalgie-Liebhaber. Gut, dann reden wir über Mission Impossible. Mission Impossible ist ein Action-Adventure, das auf der beliebten gleichnamigen Fernsehserie beruht. Aber erstmal das Spiel selber. Da sehen wir es. Ich habe es mal für einen Zehner gekauft. Ich glaube, in Köln. In Köln. Da, ich glaube, wenn ich es jetzt schaffe, müsste hier oben gleich mal ein Dings eingeblendet werden. Da geht es um meine Pickup-Folge. Wie ich das Spiel gekauft habe, da gibt es eine Pickup-Folge drüber. Das war in Köln in einem Videogame-Laden. Auch hier, ich habe es komplett in der Schutzhülle. Ich habe es jetzt auch nicht rausgeholt. Es ist komplett gereinigt. Es ist in einem Tip-Top-Zustand. Also auch hier. Wunderbar, so soll's sein. Es wurde 1990 für das Nintendo Entertainment System veröffentlicht. Das Spiel ist quasi aus der Top-Down-Perspektive. Und an wen erinnert euch das? Also ganz ehrlich, jetzt an alle Zocker. Wenn ihr nicht sofort an GTA denken müsst, an den ersten Teil auf der PlayStation, dann weiß ich's nicht. Also bei der Perspektive finde ich für 1990 schon revolutionär, muss ich schon sagen. Es gibt verschiedene, es ist eine Mischung aus Action und Rätseln. Ja, man hat verschiedene Spionage-Elemente, man hat Kampfszenen, man muss Rätsel lösen und übernimmt halt eben vor allen Dingen die Rolle von Ethan Hunt, also dem Hauptagonisten der Mission Impossible-Reihe. Der verschiedene Missionen erfüllen muss, um die Welt vor verschiedenen Bedrohungen zu schützen. Im Spiel gibt es mehrere Level, verschiedene Szenarien und Gegner. Und du musst halt eben immer wieder Rätsel lösen, um irgendwelche Schließkarten zu finden, um Türen zu öffnen, um in Keller zu finden, um verschiedenste Wege zu finden, um im Spiel weiterzukommen. Es ist von der Schwierigkeit gar nicht so einfach, aber es könnte durchaus hin und wieder die Steuerung als etwas schwerfällig angezeigt werden. Gerade wenn man zwischen verschiedenen Ebenen, wie gerade gezeigt, hin und her rennen muss, ist es halt eben irgendwie nervig, wenn immer wieder dieser Vorhang da hoch und runter geht. Vor allen Dingen, wenn man häufiger hin und her muss. Also das ist so meine Erfahrung aus der Zeit. Als ich das Spiel gespielt habe. Trotzdem ist das Spiel Mission Impossible aufgrund seiner Lizenz und der Möglichkeit, als Ethan Hunt zu spielen, hat es eine gewisse Anziehungskraft, gerade für die Leute, die den Film lieben. Also wenn du Mission Impossible-Fan bist, ist das Spiel genau das Richtige für dich oder war es in der Zeit. Natürlich, wenn man Retro-Gaming-Fan ist und Mission Impossible-Fan, dann ist es ein Must-Have. Also ganz ehrlich, dann müsst ihr es euch für eure
NES holen. Es macht wirklich Bock. Es macht wirklich Spaß. Ich finde die Level vor allen Dingen abwechselnd. Abwechselnd vor allen Dingen. Abwechslungsreich. Und es ist halt eben nicht immer nur das schnöde Gleiche, auch wenn es jetzt gerade so aussieht. Man hat wirklich, ja, hier ein Rätsel, da muss man jemanden verprügeln, hier muss man schießen. Es macht tatsächlich Bock. Und das ist was, was man, was heutzutage ganz selten in, ja, Games, die zu Filmen gehören, ganz selten hat. Ja, dass man ein gutes Spiel hat, das eigentlich nur für ein Spiel, für ein Film gemacht wurde, als ja, Merchandise, wenn man so will. Gut, als nächstes habe ich eine Japan Game Collection. Da zeige ich euch quasi nur kurz das Cartridge. Da sind 66 Spiele drauf. Ich habe einen Adapter, damit das japanische Spiel auf die deutsche NES passt. Das passt auch tatsächlich. Und da ist alles Mögliche drauf. Da sind Mario-Titel drauf, da ist Tetris drauf, da sind jede Menge Spiele, die ich noch nie gespielt habe, drauf. Das Ding ist aus Japan selbst. Ja, auch hier, ich glaube, das habe ich, da habe ich 3-4 Euro mal für bezahlt. Das NES Cleaning Kit. NES Cleaning Kit, das findet ihr, werde ich euch gleich auch anzeigen, wenn es funktioniert. Sollte euch jetzt hier angezeigt werden, das andere, ein anderes Video, und zwar meine Schnäppchenjagd in den USA. Das habe ich in Amerika gekauft. Ich habe das in Deutschland noch nie gesehen. Das ist eine Cartridge zum Reinigen der NES. Ja, das ist mein NES Cleaning Kit. Hat mich damals, ich glaube, $10 gekostet. Wenn ihr es genau wissen wollt, guckt bitte in meiner USA-Schnäppchenjagd-Folge. Ja, original von Nintendo. Das unten, das Weiße, das ist quasi wie so ein, ja, so ein Reinigungspad, womit einfach die Kontakte dann gereinigt werden. Da ist eine Anleitung, wie man es einlegen soll, ist dabei. Dann eine Komplettanleitung, also User Manual, ein Poster. Hier dann die US-Variante von dem gleichen Poster, was wir gerade eben gesehen haben, glaube ich. Nur auf Englisch. Und ja, also das Ding ist tutti completi. Mit Poster, mit Anleitung, mit Warnhinweis, wie man es einlegen soll. In einem wunderschönen Zustand. Und ich bin mega froh. Also für mich ist das wirklich so eine kleine, ja, so. Ich finde es lustig. Ich finde es einfach, ich fand das, das war so ein Ding, das musste ich haben. Ja, ein original Nintendo Entertainment System Cleaning Kit. Richtig lustig. Gut. Last but not least. Die NES Mini Classic Konsole. Richtig teures Ding. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Auch das werdet ihr mit Sicherheit in irgendeiner meiner Folgen sehen. Der Schnäppchenjagd. Da habe ich es irgendwann, ich glaube aber tatsächlich 50, 60 Euro habe ich dafür bezahlt. Und ja, also OVP ist in einem richtig schönen Zustand. Kann man gar nichts sagen. Die Dinger sind mittlerweile gar nicht mehr so gut zu kriegen. Und die sind auch alles andere als günstig. Ja, lasst euch das gesagt sein. Da sind 30 Spiele drauf, und zwar alle Klassiker, die ihr euch vorstellen könnt. Von Super Mario 3, Super Mario Bros., Zelda, also The Legend of Zelda, Kirby's Adventure, Donkey Kong, Punch-Out, also wirklich Castlevania. Oh mein Gott, da ist ein Castlevania drauf. Final Fantasy, Pac-Man. Also hier ist wirklich alles drauf, was damals auf der NES Rang und Namen hatte. Und das halt eben quasi so als Emulator. Und man kann das Ganze mit einem HDMI-Kabel direkt an seinem Fernseher spielen. Aber dazu kriegt ihr natürlich gleich noch einen was Besonderes. Ja, das sind die ganzen Games. Ich weiß nicht, ob es da ein Inlay zu gab. Ich habe leider kein Inlay. Also bei mir liegt wirklich die Konsole so da drin. Es gab da zusätzlich noch einen extra Controller. Also einer ist dabei, und dann gibt es einen Zusatzcontroller. Den habe ich, der war auch direkt dabei, als ich das gekauft habe, gebraucht. Was ich ziemlich cool finde. Man muss ein bisschen aufpassen, der Originalcontroller ist ein bisschen kurz. Der zusätzliche Controller, den man dazu kaufen kann,
Der ist ein bisschen länger vom Kabel. Ja, wie gesagt, HDMI-Anschluss, ansonsten ganz normal USB-Kabel, ja. Dann die Originalanleitung habe ich dabei, auch noch original eingeschweißt, also noch nie rausgenommen. Dann haben wir hier einen der beiden, hier ist einmal das Stromkabel, original dabei. Und dann haben wir hier einen der beiden Controller, das müsste der etwas kürzere sein. Und hier der, genau andersrum, oben ist der etwas längere, sieht man schon an der Kabellänge. Und der untere ist der etwas kürzere, der Original bei der Konsole. Nintendo präsentiert das Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System. Spiele die beliebten NES-Klassiker von damals in High Definition. Freue dich auf 30 vorinstallierte Spiele, wie zum Beispiel Super Mario Bros., Mega Man 2, Double Dragon 2 The Revenge und viele mehr. Wähle zwischen drei verschiedenen Darstellungsmodi und lasse das Spielerlebnis von damals wieder aufleben. Mit den neuen Fortsetzungspunkten kannst du dein Spiel nun sogar jederzeit speichern. Jetzt auf dem Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System. Ja, genau, das war dann auch noch der Original-Werbespot, den ich euch noch zeigen wollte. Das war's eigentlich schon. Ja, also tatsächlich habe ich noch nicht mehr für mein Nintendo Entertainment System. Und ich bin natürlich Sammler, also da wird immer wieder was dazukommen. Das werdet ihr dann wiederum in meinen Schnäppchenjagdfolgen sehen, was ich mir so Neues für die Nintendo Entertainment System gönne, was ich hier und da mal auf dem Flohmarkt finde oder auch mal online. Also auch da werde ich weiter sammeln, weil ich finde es eine wunderschöne alte Konsole und es ist einfach ein Stück Geschichte, was ich einfach jetzt hier zu Hause habe. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Die Staffel hier, Staffel 2, hat jetzt ihren Beginn gemacht mit dem Nintendo Entertainment System. In der Folge 2 könnt ihr euch überlegen, was danach kam. Was kam denn nach dem Nintendo Entertainment System? Und es wird jetzt in der gesamten Staffel um Nintendo gehen. Die Staffel wird sogar ein Stückchen länger als die erste Staffel. So viel kann ich euch schon verraten. Und es wird noch einige Staffeln geben. Meine Sammlung ist ziemlich groß, was Videospiele und Konsolen angeht. Von daher könnt ihr euch noch um einiges freuen. Wenn euch mein Content gefällt, wenn euch dieses Video gefällt, dann freue ich mich immer über ein Abo. Natürlich, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist das jetzt allerhöchste Zeit. Ansonsten dürft ihr gerne ein Like da lassen und wenn ihr mit mir, ein bisschen kommunizieren wollt, schreibt mir einfach in die Kommentare oder guckt auf meinen Discord-Server. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, morgen, Abend, wann auch immer und wie immer kriegt ihr zum Abschluss von mir natürlich noch einen zweiten Werbespot. Also, lehnt euch zurück, schaut zu und dann bis zum nächsten Mal. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob, the video robot, and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately.